Servus, willkommen zurück zur Welt of Warships. Ein Replay in der Jinan. Die Jinan ist der panasiatische Tier 10 Kreuzer. Wir gehen hier auch gleich mal auf das Matchmaking ein. Wir haben hier ein Tier 9 bis 11 Match, aber generell nicht so viele Tier 9er und auch nur ein Tier 11er. Sehr interessant hier ist, dass wir nur zwei Kreuzer pro Seite haben und wir sind da gegenübergestellt gegen eine Marseille und eine Aegir. Und das ist tatsächlich das Problem, was die Jinan, also nicht nur die Jinan haben, aber vor allem die Jinan hat. Wir sind ein Kreuzer, der relativ wenig Einfluss hat, dadurch, dass wir ja ein klassischer Farmkreuzer sind. Und ihr dürft nicht vergessen, wir sind jetzt so einer Zeit von World of Warships, wo dieses Gefarme mehr oder weniger nicht so effizient ist, weil es halt relativ lange dauert, weil viele Schlachtschiffe sehr viel HP haben. Gerade die Tier 11er, es dauert sehr lange, die runterzufarmen. Und das andere ist, Farmen können teilweise Zerstörer wesentlich besser als mancher Kreuzer. Zum Beispiel die Udaloy hier ist auch ein sehr guter Farmzerstörer. Und wir nehmen jetzt hier tatsächlich einen Kreuzer-Slot weg, ohne wirklich so die Aufgabe eines klassischen Kreuzers zu machen. Weil wir sind nicht sehr teamdienlich. Wir machen halt einfach Schaden. Wir haben halt noch nicht mal ein Hydro auf der Jinan, was tatsächlich sehr wichtig ist oder sehr gut ist, dadurch, dass dieser Kreuzer halt darum gebalanced ist. Wir sehen das zum Beispiel bei der Smolensk, die ein Hydro hat und einen Nebel hat, was sie halt wesentlich stärker macht, wenn sie halt im Nebel steht. Generell, die DPM der Smolensk ist auch höher, die AP-DPM auf jeden Fall. Auch die HE-DPM müsste noch höher sein. Die Jinan ist auch gebufft worden. Im Reload, ich weiß nicht, warum das Schiff gebraucht hat. Aber es ist gemacht worden. Das heißt, wir kommen zumindest von der HE-DPM so grob in die Richtung von Smolensk. Wir haben, ich glaube, 4 Geschütze weniger. Und dafür ist aber unser Reload aber, glaube ich, besser. Und das wird jetzt hier tatsächlich auch das Gameplay sein. Ich werde jetzt hier, keine Ahnung, 20 Minuten an dieser Insel, hier in diesem Spot irgendwo stehen und hier auf die gegnerischen Schlachtschiffe farmen. Und das war's. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist nicht sehr teamdienlich, was ich hier mache. Eine kurze Besonderheit von der Jinan ist tatsächlich, oder sind die Torpedos. Hier haben wir die panasiatischen Tiefenwassertorpedos. Die haben tatsächlich eine ganz gute Reichweite. Die gehen halt auch sehr spät auf. Wir haben dazu noch hier einen Torpedo-Nachladebeschleuniger. Das heißt, man könnte die Jinan tatsächlich komplett auf Torpedos skillen. Ihr habt ja meinen Kapitän gesehen. Ich würde es nicht machen. Ich finde, Torpedos sind immer viel zu situativ, um sie als Hauptwaffe einzusetzen. Gerade wenn ihr torpen wollt, dann, ja, dann nimmt ein Zerstörer. Das ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe von irgendwelchen Kreuzern, Torpedo zu spielen. Aber es ist tatsächlich möglich, weil wir haben hier relativ gute Torpedos. Die Schlachtschiffe pushen jetzt hier alle rein. Wir können hier ein bisschen Schaden drauf farmen. Sehr gut ist auch, dass die Devastation da eine ganz gute Kelle von der Satsuma wahrscheinlich bekommen hat. Devastation ist natürlich so ein BB. Sehr viele Lebenspunkte als T11er. Also sie hat sehr viele Lebenspunkte. Und sie hat halt einen Super Heal. Dauert sehr lange, es runterzufarmen. Ihr seht auch hier, die Delaware fährt wieder raus. Dafür kommt jetzt aber die Yamato rein. Wir haben auch gleich wieder Nebel, das heißt, wir können ein bisschen Schaden weiterfarmen. Aber jetzt kommt auch die Maso rein. Wäre ganz gut, wenn wir die rauskriegen, weil dann wäre die Udaloy nicht umsonst gestorben. Das Problem ist, hier steht die Yamato noch. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn so Schlachtschiffe wie Yamato auf euch schießen, zeigt am besten wirklich Breitseite. Weil dann gibt es häufig nur Overpens. Ja, wir können das hier auch zugehen, dadurch, dass die Ahnung von der Jinan relativ gut ist. Ja, wir werden aber nochmal kurz gespottet. Das ist tatsächlich sehr schlecht. Ja, das ist nicht gut. Auch, dass ich jetzt hier geschossen habe, ist sehr risikofreudig von mir. Ja, okay. Geht aber alles daneben, weil er dadurch genau weiß, wo ich stehe. Generell, so das Match entwickelt sich tatsächlich für uns gar nicht so gut. Wir haben zwei Zerstörer verloren. Auch, also der Tod von der Udaloy, der war ziemlich unnütz. Ich habe keine Ahnung, warum die da reingefahren ist.
Und die Gearing geht auch raus. Ja, okay. Wir müssen nur einen Zerstörer. Das ist sehr schlecht. Die, okay. Aber es hat die Isaac Ford. Also es funktioniert hier ziemlich gut, das Gefarme, weil der Gegner hier nicht wirklich Interesse hat, hier rein zu pushen. Das ist wirklich sehr interessant. Also hier Marco Polo steht sehr weit hinten. Iowa steht tatsächlich sehr gut, wird aber da vom U-Boot angegriffen. Aber die fahren halt alle weg, auch die Devastation ist halt komplett weggefahren. Will der Gegner hier die Ecke bespielen und hier zum Beispiel die Satsuma mit rausschießen oder die Marco Polo, könnten die uns hier tatsächlich einfach pushen. Ich bekomme jetzt hier auch den Nebel von meinem Zerstörer, das ist sehr nett. Dadurch kann ich hier einfach noch ein bisschen länger stehen und halt wieder Schaden farmen. Und ihr seht es ja, es ist halt wirklich nur dummes Schadengefarme. Das hat null Einfluss. Ich habe keine Möglichkeit, hier die Z46 aufzukriegen, weil ich kein Hydro habe. Ich habe kein Radar oder irgendwas. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Eine Moskva, ich erwähne dieses Schiff viel zu oft, ich weiß, würde genau das gleiche machen. Sie würde genau den gleichen Schaden machen, aber ich hätte halt hier ein Radar und könnte halt dieses komplette Cap die ganze Zeit verhindern, dass das ein Zerstörer nimmt. Und würde sogar noch Schaden tanken, weil ich tanke ja hier im Prinzip überhaupt nichts. Sehr interessant ist, dass die Marseille jetzt hier so tief reingekommen ist. Das ist tatsächlich sehr schlecht und das ist, glaube ich, jetzt auch hier der Tod von meinem Zerstörer. Das hätte nicht passieren dürfen. Weil dass er nicht gespottet war und dass er hier einfach unsichtbar reinfangen konnte, ist sehr negativ. Aber ihr seht jetzt, die Marseille ist viel zu nah dran und auch hier mein Support ist weggestorben. Das heißt, der Gegner wird jetzt hier reinpushen und ich muss jetzt hier dringend weg. Ich habe jetzt hier aber mein Nebel gezündet, das heißt, ich kann hier nochmal kurz stehen, denke ich, auch vor allem, weil mich die Delaware sonst gespottet hätte. Aber ich muss jetzt hier tatsächlich gleich wegfahren. Hier in die Hoffnung, dass die Alsak hier durch die Torpedos rausgeht, aber es ist interessant, dass die den ausweichen kann. Das ist sehr bedauerlich. Aber wir gucken jetzt mal, oder ich gucke jetzt hier, dass ich den runterfarme. Ja gut, wenn der rausgeht. Die Iowa fährt ja auch immer tiefer rein. Das wird auch der Tod von der Iowa sein, denke ich mal. Ja, da ist die Iowa raus. Naja, aber ihr seht auch hier allein bei einer Isaac, dass das ein bisschen dauert, die hier rauszubrennen. Vor allem, die Isaac hat keinen Brandschutz geskillt. Das heißt, er ist tatsächlich hier farmbar. Und das ist das, was ich halt auch gesagt habe. Wenn so ein HE-Spammer irgendwo steht. Also ich hatte das in dem Video über die Schlachtschiffe gesagt. Zum einen, wie gesagt, skillt Brandschutz. Das rettet wirklich euch teilweise das Schiff. Und vor allem lasst euch halt nicht farmen, weil warum ist die jetzt hier reingefahren? Was war so das Ziel von der Isaac? Der Gegner an sich muss auch nichts machen, weil er halt drei Caps hatte. Er ist von den Punkten noch vorne. Er muss hier nicht pushen, vor allem die Marco Polo brennt jetzt hier raus. Also was sollte das? Er ist halt hier in einen AE-Spammer reingefahren und ist dabei gestorben. Wow, da hätte man nicht mit rechnen können. Wir nutzen jetzt hier die Torpedos, um dann so eine Sperre zu ziehen und hoffen, dass die Marseille rausgeht, weil das wäre sehr gut, wenn der rausgeht. Wir werden jetzt hier leider gleich wieder gespottet und das heißt, wir können ja auch schießen. Also es gibt also, wie gesagt, für den Gegner keinen Grund hier zu pushen und vor allem nicht als einzelnes Schiff. Wäre die Marseille, die Delaware und die Isaac hier zusammen reingefahren, wäre das tatsächlich schwieriger für mich geworden. Aber so, ja. Marseille pusht uns jetzt, das ist ziemlich eklig. Ihr seht, was der mir hier für Schaden macht. Die Marseille kann auch unseren Rumpf overmatchen. Es ist halt sehr schade, dass ich jetzt hier meinen letzten Nebel für nutzen musste. Weil das Match ist halt hier so gut wie verloren. Ging jetzt hier auf den Vernichter. Ja, einen ganz guten. Oh, einen Doppelbrand kriegen wir sogar drauf. Und wir müssen jetzt hier abhauen, weil die Marseille halt einfach mit ihrem Speedbus in uns reinpushen kann.
Nutzen jetzt hier den Nebel einfach noch als Deckung, dass wir nicht so früh aufgehen und hoffen, dass die Masse hier noch ordentlich Schaden durch den Doppelbrand bekommt. Können gleich an. Okay. Wir brennen ihn sogar raus. Ansonsten hätte ich hier auch gleich die Torpedos noch geschmissen. Ja, aber es ist trotzdem wirklich noch eine Runde, die hier gerade auf Niederlage zuläuft. Die Buffalo fährt ja auch gerade in den Kreuzfeuer rein. Keine Ahnung, warum der das macht. Wir wissen nicht, wo das U-Boot ist. Das wird jetzt hier wahrscheinlich irgendwo hochfahren oder wird nach B reinfahren. Keine Ahnung, Devastation auch lange nicht mehr gespottet gewesen. Ja, das war die Buffalo. Das ist halt, wie gesagt, das ist klar gewesen. Das war zu. Ja, gierig ist es ja nicht. Es war Panik. Es war Hauptsache Caps nehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich immer wieder sage. Caps sind gar nicht so entscheidend. Klar ist von den Punkten jetzt ziemlich knapp oder ziemlich ärgerlich, dass wir da so einen Abstand haben. Aber es ist halt jetzt nur ein Problem, weil wir halt auch noch ein Schiff dafür weggeschmissen haben, ein Cap zu bekommen, was wir nicht bekommen haben. Ja. Delaware kann uns jetzt hier spotten. Das ist tatsächlich jetzt der große Nachteil. Wir haben keinen Nebel mehr. Das heißt, wir können hier auch keinen Torpkreuzer spielen. Das ist generell noch so eine sehr angenehme Sache bei der Chinon. Wenn ihr kaum noch Lebenspunkte habt und wenn ihr keinen Nebel mehr habt, dann könnt ihr wirklich mit den Torpedos ganz gut arbeiten. Dadurch, dass ihr einen guten Tarnwert habt und die Torpedos auch eine gute Reichweite haben. An sich müsste die Yamato jetzt hier rausgehen gegen St. Vincent und Isaac. Das ist halt auch wieder so dieses Ding. Yamato pusht jetzt alleine in zwei Schlachtschiffe rein. Es war klar, dass hier zwei Schlachtschiffe noch von uns stehen. Und Yamato sollte jetzt dafür eigentlich rausgehen, weil es dauert einfach zu lange, bis die Delaware da ankommt. Generell ist die Runde auch noch gewinnbar. Auf jeden Fall, weil St. Vincent am Alsak sollten Yamato ohne Probleme rauskriegen. Und auch die Delaware sollte durch die St. Vincent spätestens rausgehen. Devastation ist noch so ein, ja, so eine Wildcard, die wir nicht wissen, was mit der ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte die noch hat. Es kann sein, dass er sich ganz schön wieder hochgeheilt hat. Das Problem ist, ich habe eigentlich keinen Einfluss mehr in dieser Runde mehr. Delaware ist ein Problem durch die 406er, die kann mein ganzes Schiff overmatchen. Yamato ist ein Riesenproblem. Und auch die Devastation ist ein Problem. Gerade die Devastation ist ein Problem dadurch, dass mich die High-Granate der Devastation zittern müsste. Das heißt, die kann einfach durch mein Schiff durchschlagen und mir Zitadellen schießen. Und ich kann nicht wirklich Breitseite gegen eine Devastation zeigen, dadurch, dass die AP-Granaten der Briten eine verkürzte Zündzeit haben, zünden die Granaten schneller und können tatsächlich auch mich hier pennen. Ja, das ist jetzt tatsächlich genau eine richtige Shitshow, was hier gerade passiert. Ein Schiff, was so oder so tot ist, wird, ja, er nimmt halt jetzt noch ein Schiff von uns mit. Es gab keinen Grund von der Isaac da so reinzupuschen. Generell auch, dass die St. Vincent AP geschossen hat auf eine angewickelte Yamato, ist wahnsinnig intelligent gewesen. Keine Ahnung, warum. Das Gute ist, die Isaac nimmt tatsächlich noch die Delaware mit. Aber jetzt steht es halt 2 gegen 2. Wir sind von den Punkten im Nachteil. Unser A-Cap wird genommen. Und jetzt ist die große Frage, was ist halt im A drin? Ist das die Devastation? Ist es das U-Boot? Vermutung liegt nahe, dass es das U-Boot ist. Und hier jetzt meine Überlegung, fahre ich jetzt hier in B rein, block das Cap. St. Vincent schreibt auch, dass er nach D geht. Das ist tatsächlich auch sehr vernünftig. D ist relativ safe. Aber ich möchte jetzt hier eigentlich nicht reinfahren. Und das ist halt sehr ärgerlich. Und wir werden jetzt hier tatsächlich von der Devastation gespottet. Und hier missplay ich jetzt komplett. Ich hätte hier einfach Breitseite drehen müssen. Und ihr seht hier 15.000 Schaden ungefähr. Hätte ich hier Breitseite gedreht, hätte sein können, dass er mich hier komplett rausnimmt. Wegen halt der verkürzten Zündzeit. Aber den Schaden, dass ich das jetzt hier überlebt habe, war tatsächlich RNG. Das war hier mega viel Glück. Und trotzdem ist es jetzt hier, steht es jetzt hier auf der Kippe. Theoretisch sind Vincent gegen Devastation, könnte die Vincent gewinnen. Und werden ja auch gespottet, wenn wir schießen. Das heißt, das U-Boot ist hier oben irgendwo. Ist auch aufgetaucht.
Ja, macht keinen Unterschied mehr. Ich muss jetzt hier definitiv mit auf die Devastation schießen. Die Vincent darf da nicht rausgehen. Ja, wir haben ja einen Brand bekommen. Hat, glaube ich, den Brand auch gelöscht. Nee, brennt hinten am Heck. Das ist natürlich sehr toxisch. Na, kriegen einen zweiten Brand drauf. Mal gucken, ob er jetzt löscht. Ja, ich muss jetzt hier schießen. Also egal, ob ich rausgehe oder nicht rausgehe. Und ja, da kommt das U-Boot. Das ist halt genau das Problem. Ja, wir kriegen die sogar raus, die Devastation. Sehr gut. Wir haben jetzt kein Hydro, um das U-Boot aufzumachen. Wir nehmen hier Gott sei Dank nur ein Torpedo mit. Und wir müssen jetzt das U-Boot rauskriegen, um das hier noch zu gewinnen. Und dieses gesamte Spiel wäre halt wesentlich angenehmer gewesen, wäre ich halt hier keine Jinan. Das ist halt genau das Problem von der Jinan. Wir können das U-Boot nicht spotten, weil wir kein Hydro haben. Und wir haben Wasserbomben, weil, klar, wer braucht schon Anti-U-Boot-Flugzeuge? Und dadurch, ich weiß nicht, warum wir jetzt hier diese Runde noch so knapp gemacht haben, weil das, was die Devastation gemacht hat, war nicht der schlauste Move. Es gab keinen Grund, in B reinzufahren. Aber er wollte hier anscheinend noch irgendwie Schaden machen. Keine Ahnung. Ja, es reicht trotzdem nicht. Außer das U-Boot lässt sich jetzt spotten. Sind es über Wasser? Keine Ahnung warum. Und das ist halt das Ding. Ich kann es nicht aufdecken. Er kann jetzt einfach abdrehen in eine Richtung. Und ich muss mit meinen Wasserbomben drüber fahren. Aber ihr seht, das U-Boot taucht nicht. Da ist auch ein Ölfleck. Das heißt, ich weiß ungefähr, wo es ist. Und ich krieg's raus. Keine Ahnung, warum das U-Boot da nicht getaucht ist. Weil meines Wissens hätte es auch einfach auf Zero-Tiefe tauchen können und hätte mich dann trotzdem gespottet. Ich glaube, die Torpedos waren nicht ready. Das kann sein, dass die zu lange zum Nachladen brauchen. Aber ja, es war tatsächlich einfach ein Fail jetzt von der Devastation und vom U-Boot, dass die das Game geschmissen haben. Oder dass wir das Game gewonnen haben. Wäre die Jinan, wie jetzt auch schon 100 Mal allein den Replay gesagt, und ich werde es wahrscheinlich noch 100 Mal sagen, es ist ein Kreuzer, ja, es macht manchmal Spaß, ihm zu fahren, weil ihr halt sehr viel Damage farmen könnt, aber ihr habt auch sehr viele Runden, wo ihr kaum Damage farmen könnt, weil ihr auch nicht die beste Reichweite habt oder einfach irgendwo, ja, gewonshottet werdet. Wir haben jetzt hier 188.000 Schaden gemacht. Da wird mit Sicherheit die Hälfte Brandschaden sein. Wir haben halt 19 Brände, was halt RNG ist. Und wir haben halt 4 Schiffe rausgenommen, vor allem dadurch, weil die Schiffe anscheinend nicht mehr löschen konnten. Im Scoreboard sieht das so aus. Wir haben es ja sogar auf Platz 1 geschafft. Aber hier wird es jetzt tatsächlich interessant. Wir haben nur Hai geschossen. Die AP ist halt einfach scheiße bei der Jinan. Man braucht eigentlich nie AP schießen. Das ist genauso wie bei der, der Yodo. Die AP ist einfach zu schlecht vom Pen her. Es sind wohl nur Hai zu schießen. Keine Ahnung, warum das Schiff überhaupt AP hat. Insgesamt haben wir hier 96.000 Schaden gemacht, direkt mit den Granaten. Und hier ja nochmal 91.000 Schaden durch die Brände. Können wir auch mal gucken, wo wir den Schaden drauf gemacht haben. Hier Devastation. Das war tatsächlich sehr wichtig, dass wir den da rausgekriegt haben. Aber ihr habt auch wieder gesehen, er hatte keinen Brandschutz geskillt. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dass der in der Mitte hinten gebrannt hat. Dadurch hat er halt den zweiten Brand bekommen. Und klar, das Arschfeuer war sehr, sehr glücklich. Aber halt vor allem, dass halt in der Mitte nochmal angezündet worden werden konnte, war halt sehr, oder war tödlich für ihn. Genauso Marseille. Marseille hat aber das Problem, sie brennt 60 Sekunden und kann nicht Brandschutz skillen. Das ist klar, der konnte nicht viel machen. Ja, U-Boot, klar, habe ich aber was in der Runde zu gesagt. Ja, Mato, der hat ja auch 2 Brände ticken gehabt. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet, ob der Brandschutz hatte. Ja, Alsak war halt noch so ein Kandidat, kein Brandschutz. Und allein hier 10.000 Schaden durch den Brand. Auch die Delaware, ja, fast 30.000 Schaden durch Brände. Und das ist jetzt sehr groß, die Zahl. Dürftet aber auch nicht vergessen, die können das auch wieder komplett wiederherstellen. Und keine Ahnung, warum HE für viele Spieler ein so großes Problem ist. Und ich hatte es in der Runde gesagt, die hätten mich da wegpushen können. Hätten sie da halt die Ecke bespielt. Oder sie hätten
einfach außerhalb der Reichweite bleiben können, weil das Cap ja denen gehört hat. Es hat ja keinen Sinn gemacht, da Druck auf das Cap zu machen. Aber glücklich für uns. War tatsächlich eine sehr anstrengende Runde für mich. Weil mit einer Moskwa oder auch mit einer Des Moines wäre das wesentlich einfacher gewesen. Man hätte dann im Grunde den gleichen Schaden gemacht, aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr Utility gehabt, aber das kann man nachher immer sagen. Das soll es gewesen sein zur Chinan. Wahrscheinlich auch das einzigste Replay, was es jemals geben wird mit der Chinan von mir, weil dieses Schiff nicht wirklich gut ist. Holt euch die Brisbane. Für Kohle gibt es die, glaube ich. Ist ein wesentlich besseres Schiff. Ihr habt einen Radar. Habt genauso Torps. Aber macht alles besser. Ja. So viel dazu. Wir hören uns. Bis dann.